Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Extra-Folge Scum. Ich freue mich natürlich wie immer, dass ihr wieder dabei seid. Und ja, es gibt eine zweite Runde vom Event, das ich gestern ja verpasst habe. Möchte das Ganze gerne als Drohne beobachten. Und ja, ihr seht schon, hier sind die ganzen Farmer. Also das Event heißt Old MacDonald Has a Farm. Und das Ziel des Events ist tatsächlich hier das Gehöft. Und dort muss... Also es gibt zwei Teams. ein Feuer anzünden, was ich gerade nicht sehe, das stand, war vorhin hier drin, und das muss 15 Minuten brennen, und ja, wer das dann geschafft hat, das 15 Minuten so brennen zu lassen, bekommt den Preis, 10.000 Scummies und noch ein bisschen Extras und eine Schatzsuche, hier ist auch noch ein Schatz vergraben. So, jetzt gehe ich mal wieder im Event Channel 1, da sind die Admins mit drin, und ja, dann können wir die auch hören. So, ich bin wieder da. Ich habe eine kurze Ansage gemacht. Okay. Nur. So. Ich hoffe, ich habe es gut erklärt. Sicher. Ne, ich habe, ja, es gibt, also du könntest noch besser erklären, ne? Warum sind da so viele Hühner? Das ist ein Bauernhof. Wir haben auch Ziegen durchlaufen lassen und hier drinnen findest du auch Pferde. Pferde? Im Gebäude oder was? Ja, ich habe sie gefunden. Die können so schön treten. Ja. Okay, wir haben zwei. Wie viele Mitspieler haben wir denn? Ungefähr 20. Boah, gut, ey. Ja, das nächste Event verpasse ich aber nicht. Sicher? Ja, ich mache da lieber gerne mit, anstatt das nur aufzunehmen. Ja, hätte ich ja mitmachen können. Ja, jetzt muss ich. Ich wollte eigentlich einkaufen gehen, das verpasse ich jetzt alles wegen. Da ein bisschen gucken ist ja auch mal schön, ne? Wie sehen die Bauern denn aus? Ah, die haben grüne Hemden an. Eure Ideen sind immer richtig schön, also ich finde das richtig geil. Start in 2 Minuten, okay. Also die stürmen einfach den Bauernhof und... Genau. Wo ist und das? Zünden das Feuerchen an. Wo ist das Feuer denn? Ich habe es nicht gefunden. In der Mitte vom Bauernhof. Weil gerade war es nämlich in der Hütte, ne? Ja, das haben wir rausgetan, damit es nicht so gut verteidigt werden kann. Okay. Dann stapeln sich die Hühner. Pickenstapler. Okay, und die Fahrzeuge? Was haben die für eine Bewandtnis hier? Eco und zum Zerschießen. Sind abgesperrt, mit denen kannst du nichts machen. Ja, habe ich gesehen gerade. Die haben noch drauf geballert wie die Irren. Okay, also die Strecken sind ja nicht weit, ne, von beiden. Die haben alle, haben alle unendlich Leben, ja, ne? Ja, sie können spawnen bei der Hütte. Da liegt ein Bett. Hier liegt schon eine tote Ziege. Oh, der gute Old MacDonald hat nach langem arbeitsreichen Leben ins Gras gebissen und die Maiskolbenpfeife das letzte Mal aus der Kaulasse fallen lassen. Wer lässt sich sowas aus? Wer denkt sich das von euch aus? Viele. Gut, also der Preis ist 10.000 Scummies und der Schatz. Verlierer, genau. Viel weniger und kein Schatz. Ja, die kriegen so 3.000. Da bin ich. Hallo. Start in 30. Okay, ich weiß gar nicht, wo ich hingucken soll zuerst. Die werden sich wahrscheinlich vom Weiten schon beballern, oder? Ja, mit der Pistole ist weit relativ. Ja, die haben die Doppelläufiger, ne? Ja. Ah, die ist schon da gut. Da kannst du genau 5 Meter schießen. Also ich finde die gut, also auch auf Distanz. Aber nicht mit Vogel. Nicht mit Vogelschrot. Okay. Ups, da war doch was. Eventstart. Haut rein. Da fahren sie los. Wir gucken einfach mal so in der Mitte. Wolf, gehört da auch dazu? Oder Zufall? Das Feuer in die Mitte gesetzt, jetzt Fürst. Ja. Jetzt kommt auch noch der Wolf. Der kann sich schlachten lassen, wenn du das bewachst. Was macht der mit seinem Trecker? Der Trecker kommt. Mutig. Der andere Trecker kommt auch direkt. Ah, als Drohne habe ich schon lange nicht mehr aufgenommen. Ist auch mal wieder schön. Boah, ist der Trecker voll von den anderen. Da kommen die Rothemden und da kommen die Grünhemden. Oh, das ist schon wieder früher da. Die sind genau gleich. Ja, aber sowas von. Oh, ein richtiger Bauernfight hier, ey. Die laufen so aneinander vorbei. Komm auch, Heilgabel.
Oh, hier liegen jetzt schon die Leichen. Brennt. Team Rot. Boah. Ja, das ist ja ein Suizid-Run hier. Läuft. Der killt mich. Zack, 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 zack. Ganz feige von hinten schießen, tut sie hier. Die Bloody. Aber warum auch nicht, ne? Paar Heckenschützen hast du mit den Waffen trotzdem hier. Wieso liegt da ein Kanzbaum hier rum? Keine Ahnung. Von vorhin vielleicht? Und wer tötet die Hühner? Wem danach ist, schätze ich. Okay, also die Flamme brennt, das andere Team... Wir haben jetzt 14 Minuten noch. Das andere Team sitzt aber nur faul rum. Ah ja, gut, Bambi kommt dahin wieder angeflitzt. Ja, die Angst ist ein Luder. Das Team Rot bewacht jetzt ihr Feuer, ich verstehe. Die Hühner. Wir müssen ein bisschen mutiger sein, wenn sie es erobern wollen. Die sind zu feige da im Gebüsch. Team Grün. Boah, viele Hühner, ey. Ist ja Wahnsinn. Geht das nicht auf der Performance mit den ganzen Hühnern? Es funktioniert. Nee, funktioniert gut. Wir haben keine Lecks, nix. Okay. Also ja, ich sehe... Autos nicht fahren, ist alles gut. Keine Drops, gar nichts. Geht wirklich wunderbar. Aber Team Blau hat ja gar keine Chance, in die Nähe zu kommen. Team Grün, meine ich. Die hätten nur in die Hufe kommen müssen. Das ist es nämlich, ne? War mutig hier, ne? Subkultur. Der war mutig. Na, moin, ist das. Nee, Subkultur ist unser neuer. Ach so. Boah. Hä? Bambi. Was war das denn jetzt? Bambi wurde nicht getötet? Och. Nee, die rennen noch. Die rennen noch. Jetzt hat sie einen Treffer abgekriegt. Jetzt, oh, tot. Jetzt. Verblutet. Hätte sich doch mal eine Hose angezogen. Boah, die Schrot. Da siehst du mal, wie die streut, ey. Ja. Wenn die sich auf Distanz beschießen. Mal, da hat's Platte gelegt. Oh, Shandy besoffen, der ist jetzt. Was will er jetzt machen? Lootet der die? Ich glaube, der Shandy besser. Die Munition oder mitnehmen. Und die Ziege. Die wird einfach geballert, aber die müssen die Ziegen töten, ne? Oh, die Ziege ist auch völlig überfordert. Oh, oh, einer verblutet hier. Der Lex. Ne, der. Wer war es? Wer ist verblutet? Lex läuft ja da. Moni. Spiker. Ist verblutet. Oh, ein paar Heckenschützen hier mit Pistole. Die 30. Warte mal, welche Farbe hat denn die Hemd gehabt? Ah, ist grün. Schlau. Schön umgangen.
Na moin. Auch ein geiler Name. Da kommt die Subkultur wieder angerannt. Fahren wir bei seit 5 Minuten. Erst 5 Minuten? Das kommt mir vor, lange, viel länger vor. Nee, nee. Kommt oft länger vor. Ja, ja. Boah, bin ich froh, dass das Spiel verpixelt ist, ey. Oh, Snake hat ins Gras gebissen. Ja, er war auch mutig vorne am Stehen, ne? Ah, da hinten haben sie wieder ausgerüstet. Ja, die Team Grün tut sich ziemlich weit ausbreiten. Die müssten eigentlich zusammen einfach eine Attacke machen. Bei den Waffen ist das am besten, glaube ich. Pushen. Ja. Für viel Taktik ist da weder Zeit noch der Raum dafür. Ständig besoffen. Das dämliche Huhn läuft direkt durchs Feuer. Ständig besoffen ist einfach am Bambi vorbeigelaufen. Hab's aber gar nicht gemerkt, dass du das? Gar nicht. Jetzt läuft er sogar raus aus dem Gebüsch. Der Galeno kommt. Nee. Weiß nicht, ob er den sieht. Wo ist denn Bambi? Da oben hin. Oh. Da noch was liegt. Guck, was Bloody versucht. Weit, weit umgehen. Ah, da haben wir einen mit einem grünen Hemd. Nähe des Feuers. Bambi. Krass, sogar. Das stimmt ja, die wurde ja nicht geschossen. Oh, 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 oh. Oh, Mann, ich hab keine Kanone. Oh nein. Keine Kanone mehr, musst du noch was tun. Ja, ich hau da noch was raus. Die haben sich gerade gegenseitig geschossen. Und das Gewinnerteam, dass ich dann den Schatz holen. Genau. Ist da so viel drin, dass jeder was abkriegt oder ist da nur für einen was drin? Es sind 50.000 drin. Boah. Wo ist denn der? Ich kann es ja sagen jetzt. Ist ja, der ist vergraben, wenn du die Weinberge runterfliegst. Aha. Der ganz rechte Weinberg, Weinstock, da hast du so einen grauen Busch und dort drunter ist der vergraben. Oh, guck mal, da war ja gerade schon einer drin. Jetzt sehe ich es, ja. Ja, genau, ich sehe den Loot sogar. Cool. Im 40. Na, ja, die sind zu passiv. Ja, die kommen irgendwie nicht raus. Ne, Bloody ist ja ein bisschen mutiger. Hm. Guck mal, der Bambi, wo die drin war, wären zwei, drei Mal mitgegangen. Ja. Hätte die Sache anders ausgesehen. Bis sie hier krabbelt. Den Grünen, weil sie benachteiligt sind, eine M82 mit 10 Schuss spawnen. Das gibt Mimimi. Also das kannst du laut sagen. Oder Handgranaten. beim ersten Schuss fangen die zu weinen an. Mit Recht. Ja, geht es. Ah, Subkultur ist auch wieder... Oh ja, das war's. Schade. Ich gönne denen ja, dass sie das Feuer jetzt einmal ankriegen. Es wird der Sache gut tun. Auf jeden Fall hat man einen geilen Sound dabei von den Hühnern. Er muss aber sagen, trotzdem viel Geflügel und den ganzen Scheiß und den Spiel läuft okay. Aber die Spieler meinen, das würde lecken. Das sehen wir bloß als Drohne nicht. Ja, bei mir sieht man das ab und zu mal, das Lecken. Aber ist nicht so katastrophal. Wieder einer gestorben. Bambi ist wieder unter. Dass wir gerade 40 Spieler knapp drauf haben. So, Bambi ist schön offensiv, ne? Also, die macht Action. Aber die anderen, die schießen alle aus der Gebüsche mit ihren Kackpistolen. Na, jetzt ist... Ich würde den Trecker zerschießen. Das habe ich vorhin schon gesagt, die hätten bloß auf das Quad schießen müssen. Dann wäre die ganze Feuer unten frei gewesen zum Löschen.
Wie meinst du das? Vorhin war das Feuer neben dem Quad, neben dem Gelben, ja, was da drin steht. Hast du ja gesehen. Und wenn die das Quad zerschossen hätten, wäre da drin die Explosion, hätte alle getötet, die da drin sind. Ach ja. In Ruhe das Feuer löschen können, aber da auf die Idee sind sie nicht gekommen. Ja. Ich habe vorher noch gesagt, es kann alles zerschossen werden. Ja. Ja, hier, die schießen schon auf das Auto, das dampft schon. Nekromantix läuft da rum. Bloody auch wirklich ganz, ganz taktisch hier. Erstmal schön im Gebüsch gucken. Die Roten haben sich auch brav aufgestellt. Mhm. Ja, aber Bloody ist die Einzige, die vorgeht. Die anderen bleiben alle da stehen. So wird man. Ja, brauchen sie ja nicht. Rot braucht. Achso, Bloody, ja. Ja. Aber Rot braucht nicht vorgehen. Nee, aber die Grünen sollten vielleicht mal was machen. Ja, die haben noch 4 Minuten. Oh, die sind nebeneinander da hinten. Wo guckt er denn hin? Hä? Er ist tot umgefallen. Wo? Unter der Erde? Jetzt steht sie. Bambi ist wieder mutig. Ja, jetzt so die letzten Minuten, da trauen sie sich dann, weißt du? Der Einzige, die immer anläuft. Ne, Bambi. Ja, die ist, logisch, ne? Ist ein Hau drauf. Ist so, oder? Ja. Hä? Da war bei mir ein Leck. Schön. Das hat sie den im Rücken erwischt. Der Namoin wird gleich sterben. Ja, der Bambi ist sie alle wegrennen. Was sagt Bambi? Bambi meint, es leckt, die würden hin und her lecken. Ja, das ja, bei mir sieht man das auch ein bisschen. Und jetzt sieht man es ja. Steht auf offenem Feld. Ah, guck mal von hinten. Das Bambi wird zerlegt. Moni und Nappi kommen da hinten nochmal. Jetzt müssen sie Gas geben. Naja, mit 2,5 Minuten auf der Uhr. Aber machen da Leute Platz. Es gibt ja Bloody alles. Oh, ich bin gesehen. Oh, jetzt humpelt sie. Also die haben die angemacht, die wurden nie gelöscht. Oh, das keiner hätte da, der löschen kann. Ähnlich wie dieses Container-Event. Ne? Da sind die Leute aber mutiger, weil sie schneller einsteigen mit alles. Aber nah dran. Wo der Striker sitzt frei, das spricht nichts dagegen, dass den einer erschießt. Und im Gegenteil, er schießt er die Leute, also. Na, wie gesagt, das muss so ganz schön weg. Das ist halt die Scheiße. Das macht so das PvP kaputt, ne? Dass diese Heasings, dass sie das nicht endlich in den Griff kriegen, die Devs. Ja. Stattdessen posten sie den neuesten Scheiß hier mit ihren Verwundungen und Vergiftungen, was sie da alles einführen wollen. Die sollen doch erstmal die Scheiße in den Griff kriegen, die sie hier verzapft haben. Und der tolle Scam, und der tolle Scam-Comic. Oh, Striker ballert auf. Bloody. 30 Sekunden. Jetzt auch schon ordentlich erwischt.
10. Und 4, 3, 2, 1, fertig. Der war gerade Sieger auch Team Rot, ne? Mhm. Dann machen wir doppelte Preisprämie und gut ist, oder? Ja. Announcefeuer einstellen, oder? Mhm. Na, die wollen aber noch nicht, ne? Gucken. Das ist wie bei nackter Kanone, die stehen einen Meter voneinander und treffen sich nicht mit der Pistole. Warte mal. Warte mal. Ich spawne jetzt. Hier? Was ist denn da drin? Wofür? Achso, zum Anzünden, ne? Ey, Fürst? Ich spawne hier auf der Wiese. 5 Acker. Achso. Warte, ich telefoniere mich zu dir. Ja. Komm, wo bist du? Da bist du. Was spawnst du hier? Ich spawne hier. AK. Mhm. Ich spawne hier. Den AK ist so. Und dann? Keine Ahnung. 30 Magazin, 30 Ammo und 10 Magazine. Und dann? Und dann lasse ich sie los. Mal ich gucken. Nicht, dass sie eine Lust drauf am Dealer. Schauen wir mal. Bauernhof. Wo sind denn die gespawnt, die Waffen? Müsste ich jetzt mit teleportieren, Tim? Ich bin genau drauf. Aber die müssen erst alles laden. Ja. Die rennen alle rüber. Dino, das war nichts mit dem Announce. Ich hab's gesehen. Was ist das? Das ist die Steam-IT vom Namoin bestimmt. Macht würdig Lärm. Die finden sie aber nicht. Let's make some noise. Schon was rumliegen, oder? AK, so muss ich nicht rumliegen. Was soll die jetzt? Sich selber zu ballern oder die Autos zu ballern? Die Gegner, nicht? Was auch immer. Zerballert, was ihr wollt. Okay. Ist du die AKSU irgendwo? Die stehen nebenständig. Ah, hier, wo der Klumpen da ist. Ah, geht doch. Ich will einfach Kill sehen. Da kommt sie angerannt. Das sind alles Rodi, die da sind. Okay, wo sind die Blau? Ja, das scheiß Nachladen, Mann. Ne? Dass man keine vollen Magazine. Das wäre gut, wenn man volle Magazine könnte. Ja. Gerade für die Events wäre das Gold wert, aber. Diese ganze Maloche, die zu füllen.
Allein, dass du spawnst. Du spawnst ja, wenn du so ein Event machst, in den Schrank voll Magazine, in den Schrank voll Munition. Ja. Ja. Ein Old Snake. Hast du schon die Hammer gar nicht zu grün? Was sollen die schießen? Ich spawne da auch. Und da steht aber auch ein Roter. Wieder wie ist es sein, welche? Kann ich ja wirklich nichts für. Wenn sich die Grünen so zurückdrängen lassen. Hier liegen ja fast 10 Granaten, so. Auch Granaten? Können wir machen. Hab nee, ich, die grünen Krinker. Hab ich gerade hingelegt. Das gibt Schlangen zu, bevor er war eingestellt. Hab ich gerade hingelegt. 10 Granaten. Na siehste. Aber findet aber keiner. Hier. On item. Frack. Granit. Vor der Nase von der Moin habe ich jetzt mal ein paar gelegt. Da musst du eine da hinwerfen. Lady, mach die Augen auf, bevor du wegläufst. Lady, geh zurück und mach die Augen auf. Ich bin mal AFK. Ja. Die hat sie jetzt nicht mitgebracht. Aber nur eine Granate muss da hinfliegen, dann sind die alle tot. Ach, die sammeln sich da bei denen. Aha! Sie wurden gedeckt. Und jetzt hauen sie ab. Boah. Keine Chance gehabt zum Nachladen. Boah, schön Leuchtspur da genommen, ne? Sieht echt geil aus. Na moin, wir zusammen geballert hier. Ein bisschen wie eine Birch für Arme. Mhm. Servus. Heißt das Servus. Jetzt OP oder nur die Tiere wegballern? Ja, was geht? Hau rein. Wir haben Kanone gespawnt, wir haben Handgranaten gespawnt. Wir wollen dein Gemetzel sehen. Ah, okay, also auch Spieler, aber ich habe keine Granaten gesehen bei uns. Ja, die habe ich auch einfach wo hingelegt. Bist du? Metzmeister, wat? Wir sind da heute sehr freigebig. Wie viel kannst du tragen? Jetzt, wenn du wegläufst, gibt's keine. Ich krieg fünf. Metz, wenn du wegläufst, gibt's ja, keine. So. Okay. Ich geh mal zu Team Grün hier hinten. Warum sind die so weit weg? Komm zu mir her. Komm zu Fatih. Jo, bedankt. Halt. Oh, ich muss einmal kurz hin. Okay, dann sag ich schon an Bescheid. Was können wir denen denn Gutes tun hier für Action? Was sieht die da drin, oder was? Scroll. Jetzt kriegen sie eine Ziege hinein. Ich verzeih ein paar Weihnachtsgeschenke. Aber keine 82er. Einfach billig Zeug, das eh jeder kriegt.
Weißt du? MP5. Eine UMP ist auch gut. Der Weihnachtsmann ist da. Da ist ja genug Stuff drin in den Dingern. Zombie? Na, Pippe, Poppet, wer ist denn das? Bond Zombie? Suicider. Hier ist ja auch gerade keiner, ne, oder? Oh, neben dem Traktor steht er. Lebewesen. Boah, sieht so hässlich aus hier. Wie gemein. Zwischen den beiden Dörfern hier. Okay, die brauchen nur auf einschießen, sind die alle weg. Pures Chaos hier. Die Stadt sieht irgendwie unordentlich aus, oder? Was macht denn Team Grün jetzt da hinten? Keine Ahnung. Nachladen, das dauert natürlich auch so ewig, aber. Bin nichts gebacken wie immer. Na, morgen wird es gleich sterben. Ja, hier ist zum Nachladen fleißig, das sehe ich. Die Grafik ist schon der Hammer vom Spiel, ey. Also das Spiel ist so geil gemacht, wenn das ein bisschen stabiler läuft. Mm. Jetzt könnten wir aber auch hier einen Suicider reinstellen, die Base, oder? Hm. Irgendwie kommen sie nicht in die Puschen jetzt. Nee, ne? Die bauen sich dann neue Wohnung oder so, keine Ahnung. Ständig besoffen geht auf Tuchfühlung. Hä? Nein. Der Lex hier, guck mal. Der ist auf den ihre Basis am Ballern. Kein Wunder, dass sie da nicht wegkommen. Okay, Team Rot ist wirklich. Das ist nicht sehr ausgeglichen gewesen, glaube ich. Sind die schon am Schimpfen? Kann man denen ein Gutes tun, da in der Hütte. Das kann man mutig werden.
Diese scheiß Geschenke. Oh, die schießen die durch die Fenster weg. Keine Schnitte, die Armen. Team Rot kommt boxen, da weiß er da schon rein. Ich glaube, das war's. Als Team Grün hätte ich keinen Bock mehr. Oh, das finde ich überfordert, der Sprengzombie. Okay, das ist jetzt sehr unaussichtlich. Ich glaube, Team Grün ist schon weg, oder? Und damit würde ich auch sagen... Kampf von mir einstellen und damit ist die Aufnahme beendet. Ihr seht, Team Rot war ja wesentlich offensiver. Ein paar von Team Grün waren auch sehr mutig. Aber jetzt kommt noch das Finale sozusagen. Alles wird zerstört. Und Missy, wenn bin ich wieder mit dabei. Bis dann.